ist das natürlich dramatisch. Und da müssen wir dran und alles muss auf den Prüfstand. Aber deswegen fordere ich ja auch die Politik, die Parteien auf, zu gucken, wo können wir sparen. Und das ist etwas, was wir in die Zukunft sehen müssen. Und es gibt bestimmte Dinge, da können wir nicht sparen. Das sind die Pflichtaufgaben, die müssen wir bedienen. Ja, und dazu gehört aber beispielsweise auch, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen müssen. Ja, und da können wir auch sagen, dann nehmen wir eben keine Kassenkredite auf, dann gehen die eben mal so nach Hause, machen wir dazu wie in Griechenland oder was. Also das geht ja nun auch nicht. Ja, Frau Dreckmann, das ist ja lächerlich. Und ich möchte mal mit dieser Mehr aufräumen, ja, dass man ja für die ganzen Millionen, für die ganzen 36 Millionen in den vergangenen Jahren, da habe man ja was aufgebaut und daher hätte man ja Gegenwerte. Ich habe hier so eine Tabelle, das ist, die ist vom Informations- und Technik des Instituts des Landes Nordrhein-Westfalen. Und im Jahr 2014, hat die Stadt Goch 115.950.000 € Schulden gehabt. Von den Verbindlichkeiten in diesem Jahr waren 21.500.000 € Kassenkredite, also Dispo, und 3,7 Millionen Investitionskredite. Ne? Also, das ist doch ein krasses Missverhältnis. Und dann kann man doch nicht mehr sagen, ja, wir haben da Gegenwerte für geschaffen. Da haben wir eben nicht. Das ist es ja gerade. Das ist doch das, was ich gerade versuche zu erklären. Und das ist das, was wir dringend ändern müssen. Und wenn wir das nicht ändern, sind wir in einer Schuldenspirale, die wir nicht mehr aufhalten. Es ist ja sicherlich Konsens, dass die Kassenkredite zurückgefahren werden müssen. Nur man muss auch mal erklären, wodurch 2014 denn zum Beispiel die 7.500.000 entstanden sind. Da ist Anfang des Jahres eine Haushaltsplanung aufgestellt worden mit entsprechenden Gewerbesteuereinnahmen, logischerweise, die man aufgrund von Erfahrungen aufgestellt hat. Und innerhalb des Jahres bricht durch einen Betrieb diese Gewerbesteuereinnahme mehr oder weniger zusammen. Plötzlich fehlen im Laufe des Jahres 4 Millionen. Und wenn Sie mir sagen, das können Sie bei Aufstellung so eines Haushalts schon vorhersehen, dann sind Sie Hellseher, dann wäre das toll. Aber ich kann das nicht. Und das sind zum Beispiel Beträge, wie sie auch in 2010, das waren nämlich die beiden wichtigsten Jahre, wo etwa 8 Millionen Defizit im Haushaltsjahr entstanden sind, als Ursache dieser Misere anzusehen sind. Natürlich ist das ein Problem, das man in irgendeiner Form angehen muss und das man beseitigen muss. Nur vor solchen Überraschungen sind Sie grundsätzlich nicht gefeit. Sie haben keine Möglichkeit, im Vorfeld schon solche Dinge einzukalkulieren. Und das passiert immer wieder, meistens im kleineren Rahmen, dass durch Finanzämter Gewerbesteuern zurückgefordert werden, manchmal noch über viele Vorjahre sogar, sodass dadurch die Kommunen natürlich sehr, sehr schnell in eine bedrohliche Lage kommen können. Nichtsdestotrotz, es gibt auch darüber hinaus natürlich Schulden. Das muss man angehen, aber es ist nicht alles vorher planbar. Das will ich damit nur sagen. Ich hatte vorhin verstanden, dass alle Kandidaten das Problem klar benennen. Vorhin kam mal irgendwo zwischendurch, ich weiß nicht mehr bei wem, die Frage, ja, wo soll man dann jetzt anfangen mit dem Sparen? Das fand ich einen interessanten Punkt. Vielleicht können wir nach dieser Rückschau in die Jahre zuvor und der Ursachenanalyse, die wichtig ist, jetzt noch kurz, denn wir sind schon ein bisschen über der Zeit, von den drei Kandidaten hören, an welcher Stelle müsste denn mit dem Sparen konkret bei den freiwilligen kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben angefangen werden, wenn denn damit angefangen werden muss? Ja gut, dann fange ich an. Als Fraktionsvorsitzende der BOG oder als Bürgermeister? Das Problem ist ja, dass... Frau Dreckmann, suchen Sie sich's aus. Suchen Sie sich's aus. Ja, ich höre jetzt. Das ist nur das Problem. Ja, denn das Sparen... Ich will ja nicht ins Wort fallen, aber das habe ich schon. Das Sparen, das entscheidet letztendlich, es entscheidet der Rat, wo gespart wird. Dann will ich dazu sagen, dass ich, sollte ich Bürgermeister werden, alles daran setzen werde,
so schnell wie es geht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Doch, das ist schon mal, das kann ich nicht. Sicher nicht jeder zustimmen. So, jetzt, es ist ja wie bei jedem Privathaushalt auch. Man muss einen Kassensturz machen und sagen, was kann ich mir leisten? Was ist zu teuer? Worauf kann ich im Notfall verzichten? Und dabei darf es keine Tabus geben. Ja? So. Jetzt haben wir, ja, wo denn es? Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben beispielsweise eine Konzernstruktur in der Stadt Goch, bei der es reichlich Gesellschaften gibt, bei denen nur Geld verbraucht wird, aber nichts geleistet wird. Man kann. Jetzt will ich den Leuten, ja, ich kann Ihnen das erklären. Wir haben beispielsweise, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wir haben eine Holding. Eine Holding ist normalerweise eine Gesellschaft, die hat ganz viele Beteiligungen, die verwaltet die Beteiligungen und sowas. Und diese Holding, die hat aber nur eine einzige Gesellschaft unter sich. Die Holding hat aber zwei Geschäftsführer. Ne? Kostet Geld, natürlich. Ja. Jetzt werden Sie sagen, und das höre ich immer wieder, bei allen Sparvorschlägen, die wir machen, ach, der Club, der bringt doch nichts, die paar tausend Euro. Wir Gocher wissen das besser, alle Bettjes warten. Ja? Und 100.000 plus 100.000 plus 100.000 plus 100.000 sind auch 400.000 Euro. Ja? Es gibt, ich kann Ihnen weitere Beispiele nennen, wir haben das auch schon des Öfteren mal gemacht. Zum Beispiel im Rahmen des Kernhaushaltes haben wir Aufwendungen für Chauffeurdienste beispielsweise, von denen wir meinen, dass das nicht sein muss. Ich habe bereits mehrfach vorgeschlagen, dass wir unser Controlling verbessern. Wir haben vor Jahren mal gesagt, im Bereich des Jugendamts der Stadt Goch sei bei einer besseren Strukturierung der Jugendarbeit 1 Million zu sparen. Daraufhin hat man mich wirklich verhauen. Muss ich sagen, das sei völlig unrealistisch und wie man auch so einen Quatsch überhaupt vertreten könne. Und dann im Jahresabschluss 2011 kann man dann wunderbar nachlesen, wozu das geführt hat. Da hat er dann im Bereich des Jugendamtes ein Nacharbeiten von Erstattungsmöglichkeiten, ein nicht vorhergesehenes Plus von 1,4 Millionen. Ja? So viel nur dazu. Es geht also. Man wird mit absoluter Sicherheit nicht. Sie unterbrechen, wenn Sie unterbrechen wollen, dann würde ich gerne, denn ich würde immer gerne auf die Gesellschaftsstruktur zurückkommen. Klar ist das so, das, was Sie angesprochen haben, Wirtschaftsbetriebe und Go, die meinen Sie ja konkret. Ja. Ja, klar, da brauchen Sie, da rennen Sie bei mir offene Türen ein, dass man das korrigieren kann. Aber 100.000, 100.000, 100.000, nochmal 100.000. Dann müssen Sie auch mal Beträge nennen, um die es halt wirklich geht. Denn da reden wir über Prüfungskosten und Geschäftsführerkosten. Und ich glaube, da kriegen wir keinen fünfstelligen Betrag zusammen. Ja? Also das nur mal zur Klarstellung, wir reden ja nicht über 400.000, sondern über vielleicht 15, vielleicht 20.000. Ist auch ein Betrag, bin ich ja für, keine Frage. Nur man muss auch berücksichtigen, wann sind diese Gesellschaften gegründet worden und in welchem Zeitraum, zu welchen Bedingungen sind sie da zu gründen werden. Damals hatten sie durchaus ihre Berechtigung. Heute muss man darüber reden. Da stimme ich Ihnen zu, das ist keine Frage. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Vermögensbetrieb. Das ist auch ein Thema, über das man anpacken muss. Aber es gibt aber auch Gesellschaften, ich sage das mal PBG zum Beispiel, weil Sie das Thema ja auch so oft angesprochen haben schon. Da geht es aber auch darum, dass entsprechende Verlustvorträge dort erstmal noch vorhanden sind und die sinnvollerweise dann auch in den nächsten Jahren erstmal steuerlich noch berücksichtigt werden sollen. Und wenn das erledigt ist, dann können wir gerne darüber reden, dass wir dann plus minus null solche Gesellschaften noch abschaffen. Das ist für mich kein Thema. Das ist Sparen, wo es geht, da bin ich auch dafür, ganz klar. Ja. Ja, also nicht die Vorschläge, dass ich alle freiwilligen Leistungen abschaffen will. Also wir müssen schauen, zum Beispiel in der Personalsituation der Stadtverwaltung, sukzessive werden dort natürlich, wie das überall so ist, werden sicherlich durch Pensionierung, durch zur Ruhesetzung werden Stellen frei. Im nächsten Jahr zum Beispiel eine sehr gut dotierte Stelle, wissen wir alle.
Aber wir können doch nicht an jeder Stelle sparen. Moment, ich will ja nur sagen, man muss es zumindest prüfen in dem Moment, ob sich da Synergieeffekte heben lassen, indem man durch Aufgaben zusammenlegen oder Aufgaben zusammenlegen bei einer Person oder aber wenn ich Gesellschaften auflöse, die vielleicht auch personell zumindest einen Personalanteil in Euro darstellen, ob man die damit kompensieren kann, das sind Effekte. Und natürlich geht es immer darum, auch die Einnahmen zu generieren. Und die Gewerbesteuer ist nun mal das Einnahmeelement einer Kommune. Und wenn wir im vergangenen Jahr einen Einbruch hatten und wir in diesem Jahr einen Anstieg haben, den keiner erwartet hat, dann weiß man, wie sehr dort eine Wellenbewegung entstehen kann, die von vornherein gar nicht vorhersehbar ist. Also das sind natürlich auch Faktoren, die so, ich sag mal, sehr, sehr schwer zu kalkulieren sind. Aber die Bürger haben eben auch Anspruch darauf, dass ihre Verwaltung effektiv und gut arbeitet. Das heißt, man muss an jeder Stelle sicherlich prüfen, ob diese Stelle benötigt wird. Aber wenn ich sehe, dass es nicht gelungen ist, im letzten Jahr das Jugendamt so zu besetzen, dass gemerkt worden ist, dass uns 200 Kindergartenplätze fehlen, ja, sondern erst im Januar, was dann dazu geführt hat, dass wir einen Riesenkredit aufnehmen mussten, um ein bestehendes, gut funktionierendes Gebäude, nämlich das Jugendzentrum Astra, quasi zu entkernen und daraus ein anderes Gebäude zu machen, einen anderen Nutzen zuzuführen, ja, dann wundere ich mich und dann weiß ich, wir müssen im Jugendamt eine anständige Personalstruktur haben, damit so etwas nicht wieder passiert und das wird also, auch in anderen Ämtern so sein. Also Frau Trenkmann, ich sage Ihnen, ich sage das jetzt hier mal in aller Offenheit, das hatte nichts mit der Besetzung des Jugendamts zu tun, aus meiner Sicht war das ein reines Führungsproblem. Ich sage das so, ja? Ich behaupte das. Gut, das kann ich ja dann auch abstellen. Zudem, ich behaupte das mal. Zudem ist es ja nun mal so, wenn ich 150 Kindergartenplätze schaffen will, ob ich die im Astra schaffe oder ob ich ein neues Gebäude errichte, wie auch immer, dann müssen Sie mir nur mal erklären, Frau Trenkmann, wie Sie das ohne Geld machen wollen. Egal, wo die, entstehen. Also die AWO, deren Vorsitzende ich bin und die Träger dieses Kindergartens ist, ja, und es tut mir jedes Mal noch ein bisschen weh, dass das Jugendzentrum da nicht mehr ist. Wir hätten auch an einer anderen Stelle, ein paar hundert Meter weiter oder nicht mal 100 Meter weiter, mit einem Grundstück, mit einem Investor, im Herbst letzten Jahres angefangen, ein Gebäude gebaut, so wie wir es gebraucht hätten. Und die Stadt Goch hätte keinen Kredit aufnehmen müssen, weil wir es hätten mit einem Investor gemacht. Und die AWO hätte die Miete dann an den Investor bezahlt. Das heißt, wir hätten zumindest diesen Kredit gespart von 680.000 Euro plus. Aber die Kosten der Stadt ja trotzdem. Also, das ist ja jetzt die klassische rückwärtsgewandte Diskussion. Wir haben Sie mir doch gerade vorgeworfen. Also, denn gucken Sie mal, da werden wir nichts mehr dran ändern können. Und wenn ich auch nicht gerade, Herr von Baal hat es ja angedeutet, auch nicht gerade immer d'accord bin mit dem, was da ansonsten im Rat gesagt wird. Es war eine Notsituation. Und Sie wissen, Frau Trenkmann, ich war und meine Fraktion war auch kein Freund der Schließung des Astras. Wenn wir eine Möglichkeit gehabt hätten, dann hätten wir gerne das anders gemacht. Das ist ganz klar. Nur der Schweinsgalopp, in dem das gemacht worden ist, und das sage ich jetzt nochmal, da können Sie gerne was zu sagen, Herr van Baal, das war aus meiner Sicht ein reines Führungsproblem und zwar ein verschlepptes. Bevor Herr van Baal hier darauf antwortet, merke ich nur an, Sie haben es gemerkt, wir sind ganz automatisch in den dritten Themenkomplex übergegangen. Von den Finanzen sind wir dann irgendwann doch zu den Menschen, zunächst mal den Jugendlichen gekommen. Herr van Baal. Alle waren ja überrascht von der Situation. Ja gut, ich bin ja nicht mehr im Rat, das wissen Sie seit Mai vorigen Jahres. Ich war genauso überrascht wie wahrscheinlich viele andere, dass plötzlich und unerwartet 150 Kindergartenplätze fehlen. Ich bin da auch. Das stand im Kindergartenbedarfsplan 2011. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass man das vorher hätte erkennen müssen. Ja, das ist keine Frage. An wem es letztendlich gelegen hat, mag ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall war das Problem da und ich bin auch froh, dass es so gelöst worden ist, dass nämlich zum 1.8. die Plätze da sind. Und wenn man dann berücksichtigt, dass am 1.8., als auch das Astra in Betrieb gegangen ist, durch den Betreiber der AWO,
dass von den 95 Plätzen zunächst gerade mal 65 belegt waren, dann fragt man sich natürlich, mit welchen Zahlen muss man überhaupt operieren? Ich gehe von 150 aus, wenn aber die Kindergärten beide, es waren ja zwei Kindergärten, dann den Betrieb aufnehmen, habe ich aber plötzlich 30 freie Plätze. Also wie verlässlich sind da Zahlen? Das ist natürlich auch immer ein Problem, mit dem die Verwaltung umgehen muss. Ja? Nichtsdestotrotz, da hat es einen Mangel und einen Fehler gegeben, das ist sicherlich so. Nur egal, wie wir es drehen und wenden, wenn ich Kindergartenplätze schaffen will, kosten die auch Geld. Das ist nun mal so. Das ist ja keine Frage, aber wir sollten ja hier jetzt auch mal Stellung dazu nehmen, wie wir das denn anders machen wollen. Und ich sage Ihnen, Herr van Baal, das, was wir mit den Kindergartenplätzen erlebt haben, es war eine einzige Katastrophe. Denn da ist nicht der Dialog gesucht worden mit den Kindergärten, sondern man hat es laufen lassen. Und als Einzelne gesagt haben, das könnte eng werden, wir haben Probleme, die Kinder passen alle nicht mehr in unseren Kindergarten und. Da hat man uns sogar eine Vorlage gegeben, da stand drin, wir brauchen gar keine. Das war 3 Monate vorher. So viel zu dem Thema, Frau Treck, man hätte die Politik wissen müssen. Also als Bürgermeister, und das hatten wir vorhin als Eingangsthema, das hatte Professor Lemm ja darum gebeten, als Bürgermeister muss man eben sowas auch im Blick haben. Ja? Muss man auch im Blick haben, wie eine solche Entwicklung ist und muss sich überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass zum Stichtag genügend Kindergartenplätze da sind. Denn 150 Kinder fallen nicht vom Himmel, das gibt es auch überhaupt nicht. Das liegt eben auch daran, dass im Grunde genommen die Kommunikation mit den Kindergartenträgern überhaupt nicht passiert ist, offensichtlich. Und wenn weniger Personal im Jugendamt sein würde, dann wäre es eben auch nicht besser, weil man kann ja auch nicht alles zur Chefsache machen, wobei die Kinder und Jugendlichen mir schon ausgesprochen wichtig sind und ich der Meinung bin, dass man das nicht immer nur den Trägern überlassen kann, wie sie Kinder- und Jugendarbeit möglichst noch ehrenamtlich machen. Sie wissen, dass mir das sehr wichtig ist, dass wir die verwandtliche und die kirchliche und die Vereinsarbeit für Jugendliche einbeziehen. Aber nichtsdestotrotz muss die Stadt Goch eine Koordinierungsaufgabe übernehmen und sie muss das auch wertschätzen, denn das sind natürlich auch Aufgaben, die die Stadt Goch leisten muss. Und genauso mit den Kindergärten. Ich meine, dass wir gucken müssen, dass sowohl die Quantität stimmt, das Thema hatten wir jetzt, aber es muss auch die Qualität stimmen. Und wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, was wir verlangen können, auch als Politik oder was ich als Bürgermeisterin möchte, nämlich dass auch Alleinerziehende, die in Dienstleistungsberufen sind oder in der Pflege, das sind viele Frauen, die Möglichkeit haben, ihre Kinder über die Randzeiten hinaus in ihren Schichtdiensten betreut zu wissen. Möglicherweise muss man mit den Trägern auch verhandeln, zumindest mit einem, wer denn bereit ist, auch am Wochenende Betreuung zur Verfügung zu stellen. Denn unsere Strukturen haben sich auch verändert. Es ist nicht immer so, dass Verwandte hier wohnen. Es gibt auch gerade durch die Neuzugsgebiete viele Menschen, die ihre Verwandten eben nicht um die Ecke haben und die selber dafür sorgen müssen. Das sind aber Dinge, die müssen gemeinsam besprochen werden und daran hat es eben in letzter Zeit auch viel gehapert. Und ich glaube, da kann man viel verbessern und dann eben auch verbessern für die Betroffenen. Frau Trenkmann, ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist oder ob Sie es nicht wissen, dass inzwischen ja 2 Stellen im Jugendamt neu besetzt worden sind, also zusätzlich besetzt worden sind. Das ist also schon geschehen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Zum anderen will ich nochmal auf die Finanzierung der Kindergartenplätze zurückkommen. Sie sagten gerade selber, Herr Kinkrem, da ist eine Notlage entstanden, die behoben werden musste. Dann verstehe ich allerdings nicht, wie Ihre Fraktion noch nicht mal die Bereitstellung der Haushaltsmittel zustimmen kann. Sie sprechen von einer Notlage, die nicht anders zu lösen ist, aber das Geld wollen Sie dann trotzdem nicht dafür bereitstellen. Das habe ich nicht nachvollziehen können, muss ich ehrlicherweise sagen. Gut, das kann ich Ihnen dann mal nachher erklären, denn das wird die Leute hier langweilen. Ja? Wir machen Sie eine Frage draus, wenn es Sie interessiert. Ja? Also, denn natürlich ist es so, wenn man über einen Gesamthaushalt abstimmt, dann kann man nicht hinterher sagen, da ist der eine kleine Punkt drin und da hat er jetzt auch gehen. Darum geht es ja gar nicht bei dem Gesamthaushalt, sondern da geht es um ein Bündel an finanzpolitischen Maßnahmen und dagegen. Ich habe es jetzt erklärt.
Nichtsdestotrotz war es ein Nachtragshaushalt, der ein Plus von 1,5 Millionen ausweist. Und da kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum man dem dann nicht zustimmen kann. Jetzt wollen wir aber nicht zurück in das Finanzthema, sondern jetzt bleibt man noch für 5 Minuten bei den Menschen, den Jugendlichen, den Kindern, aber natürlich insgesamt den verschiedenen Gruppen, die hier leben. Wichtig ist zum Beispiel die ärztliche Versorgung in dieser Stadt. Wir wissen genau, dass wir Probleme haben, wie im ganzen Kreis. Ja, unsere Ärzte werden älter und älter, die Praxen schließen und ohne Nachfolger. Da müssen wir auch als Stadt, als Verwaltung federführend tätig sein. Da muss es Gespräche geben, das können wir nicht den Medizinern selber überlassen. Es gibt da viele Modelle und wir müssen das begleiten. Denn unsere Bürger und Bürgerinnen haben Anspruch darauf, dass sie diese Versorgung haben. Und auch in andere Dinge, was Nahversorgung betrifft, was öffentlicher Nahverkehr betrifft, müssen wir uns einmischen. Ich finde, in Goch gibt es eine Menge zu tun für die Menschen. Und da müssen wir uns auch kümmern. Und das ist in den letzten Jahren auch über diese enorme Schuldendiskussion immer wieder hinten runtergefallen. Und die Menschen haben deswegen auch das Gefühl, dass für sie eigentlich bei all den Schulden nichts mehr unten ankommt. Also Frau Trenkmann, es ist immer schön, ja, den Menschen möglichst viel zu versprechen. Das ist wirklich gut. Und ich kann das alles unterschreiben. Das kann man alles unterschreiben. Ja? Also, aber federführend tätig sein bei der Ansiedlung von Ärzten, möchte ich mal gerne wissen, wie das hinkriegen wollen. Ja, wenn ich muss man sprechen mit denen, oder? Ja. Erstmal sprechen, ja, das ist doch schon mal federführend. Das, nur weiß ich nicht, ob das federführend ist, aber gut. Also, und ich will mal zurückkommen zu den Jugendlichen, die Sie hier angesprochen haben. Oder auch alle anderen Punkte, die Sie jetzt gerade hier aufgeführt haben. Also ich möchte mal sagen, dass wir Gott sei Dank in Goch eigentlich doch sehr gute, gefestigte soziale Strukturen haben. Dass die Jugendarbeit, die Sie ansprechen, natürlich etwas ist, die wir durch den Wegfall des Astras sozusagen zum Erliegen gebracht haben. Da gebe ich Ihnen recht. Aber daraus besteht die Jugendarbeit nicht nur. Wir haben Jugendarbeit, das wissen Sie, in zig Vereinen. Tausende von jungen Leuten sind dort aktiv, engagieren sich. Nehmt ihr den Holi-Verein, sind auch junge Leute, die hier mitmachen, auch Jugendliche. Und ja, ist doch so. Und das muss man natürlich alles auch mal sehen. Es ist also nicht alles problembelastet. Das gilt auch für die von Herrn van Baarle gerade schon angesprochene Gruppe der Senioren, wo man sagen muss, dass wir doch in Goch dank des Engagements der Kirchen, vieler Verbände, der Seniorenunion, die aufsuchende Seniorenarbeit aufgezogen hat und nicht nur aufgezogen hat, sondern auch durchführt, da können wir doch eigentlich voller Stolz sagen, das funktioniert. Ja? Und das funktioniert auch mit nicht so viel Geld, dass man da dann ständig reinsteckt. Und dieses Engagement, glaube ich, das ist ganz wichtig, das muss man erhalten. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, bei den ganzen Einsparungen, die wir machen, da doch die Vereine nicht noch mehr stärker zu belasten, denn das haben wir ja bereits machen müssen. Ist uns ja nicht leicht gefallen. Und da muss ich sagen, Frau Trenkmann, da ist das eben nicht so gewesen, dass das von oben herab und ohne Diskussion gemacht worden ist, sondern man hat mit den Vereinen gesprochen. Im Einzelnen gesprochen und gesagt, wo seid ihr noch in der Lage, zum Beispiel für die Nutzung der Turnhallen mehr zu bezahlen oder eigene Aufgaben zu übernehmen, damit die Stadt das nicht mehr machen muss. Also da sind Bereiche, die funktionieren und auch das gehört zu den Aufgaben eines Bürgermeisters, die muss man dann auch pflegen. Da muss man dann auch vor Ort sein und dann ist so eine Aussage zu sagen, also wir haben hier eine funktionierende Jugendarbeit in Goch. Die ist dann ein bisschen hart. Städtische Jugendarbeit. Herr van Baarle zunächst, dann Frau Trenkmann. Also ich weiß, Frau Trenkmann, Jugendarbeit ist natürlich ein Steckenpferd. Ich glaube, Jugendarbeit ist uns allen wichtig, da brauchen wir nicht drüber zu reden, denn es ist sicherlich
eine sehr, sehr hohe präventive Funktion, die dort Jugendarbeit auch ausübt. Kann ich aus meinen beruflichen Erfahrungen sicherlich gut mitreden, dass Jugendarbeit insofern wichtig ist. Nur, Sie wissen auch, es ist ja beschlossen worden, dass Studenten der Hochschule ein Konzept und einen Bedarf ermitteln sollen, in welcher Form und in welchem Ausmaß Jugendarbeit, also offene Jugendarbeit hier in Goch gewünscht wird, inwiefern hier ein Bedarf besteht. Und wir reden schon lange über Sparen. Und dann sollte man auch so ehrlich sein, wenn wir über Sparen reden, können wir nicht einmal über Sparen reden und fünfmal über Ausgaben reden, zusätzliche Ausgaben reden. Dann müssen wir auch wirklich feststellen, wo ist es zwingend erforderlich, noch Geld in die Hand zu nehmen, wo es auch absoluten Sinn macht, aber wo kann man auch darauf verzichten. Und Herr Knickrim sprach ja vorhin dieses damalige Sparpaket im Rahmen von etwa 1 Million an. Da sind die Vereine und Vereinigungen schon gebeutelt worden seinerzeit, mit deren Einverständnis, das ist richtig so. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass hier zumindest keine weiteren Möglichkeiten bestehen. Denn es ist eine Belastungsgrenze für die Vereine und reden Sie mal mit Vereinen, wenn Sie unterwegs sind, ob das in Pfalzdorf oder in Hassum-Hommersheim ist, wo die größten Vereine angesiedelt sind, die hunderte von Jugendlichen mitbetreuen, die dort eine wirklich gute Jugendarbeit und Sozialarbeit natürlich auch gleichzeitig für die Stadt leisten, denn die verhindern mit ihrer Arbeit sicherlich eine Menge Kosten, die sonst in dem einen oder anderen Fall über das Jugendamt wieder auf die Stadt zukommen würden. Also ich glaube, da können wir nicht weiter dran sparen. Aber das schließt andere Dinge nicht aus, nur ich möchte schon verlässlich eine Grundlage haben, auf der ich dann entscheiden kann, was brauchen wir wirklich und was ist eventuell überflüssig, was zwar schön wäre und wünschenswert wäre, aber was nicht zwingend erforderlich ist und was wir uns dann aber auch nicht wirklich leisten können. Ich glaube, aufgrund von mangelnder Kommunikation mit den Vereinen und Verbänden, die hervorragende Arbeit ehrenamtlich leisten, im Jugendbereich, im Seniorenbereich und auch im Flüchtlingsbereich, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ohne diese Kommunikation wird es nicht funktionieren. Und mit Kommunikation wird es auch kreative Lösungen geben, die möglicherweise die Stadt Goch nicht so viel Geld kosten. Ja, wir werden diese Menschen, die sich ehrenamtlich in diesen Bereichen betätigen, auf die können wir nicht verzichten und die verstehen das auch, wenn wir ihnen das nicht vergüten können. Deswegen sind die nämlich ehrenamtlich tätig. Und wir müssen nicht immer darüber reden, dass es was kostet. Es kostet Wertschätzung. Und die muss auch von der Stadt ausgehen und von der Verwaltung. Und das will ich leisten, indem ich eben auch selber Mitglied bei solchen runden Tischen bin. Und das nicht irgendwie nur auf die Verbände und Vereine übertrage.